Auf diesen Moment haben die 50.000 Fans gewartet. Eigentlich sollte das Infield vor den beiden Hauptbühnen schon am Nachmittag eröffnet werden. Der Schlamm verzögerte den Start. Ein paar Stunden später, um kurz nach 18 Uhr, war der sogenannte Holy Ground dann aber eröffnet. Endlich geht's los! Endlich in Wacken! Bei perfektem Wetter! Bei echtem norddeutschen Wetter! Es ist so ein bisschen rutschig, aber natürlich alles okay. Es ist alles okay. Oh Gott! We are on the holy ground. Festival-Mitbegründer Thomas Jensen dankt den Fans, die sie nach dem Anreisestopp weggeschickt haben. Denn nur sie würden diese Party nun ermöglichen. Wir haben es geschafft. Wir haben nicht aufgegeben und wir sind total glücklich und freuen uns riesig. Ja. Völlig egal das Wetter. Wir feiern und wir lieben es. Auch heute erwartet der Veranstalter so viele Fans auf dem Holy Ground wie gestern Abend. Seit heute Mittag stehen schon die nächsten Heavy-Metal-Stars auf der Bühne. Am Abend soll die britische Hardrock-Band Uriah Heep auftreten. Das Wetter in Wacken bleibt regnerisch. Den meisten Fans dürfte das aber egal sein.